herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Rezept passend zum Oktoberfest. Und zwar zeige ich euch, wie ihr Laugenbrötchen in Muffinform selber backen könnt. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker und 200 ml lauwarmes Wasser dazugeben. Alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Und die Hefe-Wassermischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl, 50 Gramm weicher Butter und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen für ca. 4 bis 5 Minuten zu einem geschmeidigen und glatten Teig verkneten. Der Teig sollte sich beim Kneten komplett von der Schüsselwand lösen. Und wenn das erledigt ist, eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für etwa 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach der Ruhezeit den Teig nochmals kurz auf der Arbeitsplatte durchkneten, danach mit einem Messer in 12 etwa gleich große Stücke schneiden. Und anschließend jedes Teigstück zu einer kleinen Kugel formen bzw. mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen rund wirken. Danach müssen die Teigbällchen nochmals 10 bis 15 Minuten ruhen. Währenddessen können wir schon mal das Muffinblech vorbereiten. Entweder mit Papierförmchen auskleiden oder alternativ einfach mit etwas Butter einfetten. Außerdem einen großen Topf mit 1,5 bis 2 Litern Wasser aufsetzen, das Wasser erhitzen und sobald es kurz vorm Köcheln ist, die Hitze ausschalten, 50 Gramm Natron zum Wasser geben und jetzt alle Teigbällchen nacheinander in mehreren Schüben für ca. 30 Sekunden im Natronwasser schwimmen lassen, nach ca. 15 Sekunden einmal wenden und danach mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben und in die vorbereiteten Muffinförmchen setzen. Zum Schluss die Oberfläche der Muffins einmal kreuzförmig einschneiden, außerdem mit etwas grobem Salz bestreuen und danach im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 15 bis 20 Minuten backen, bis die Muffins ihre typische braun glänzende Farbe haben. Die fertigen Muffins dann aus dem Ofen holen, auf einem Gitter etwas abkühlen lassen und dann servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.